Moin Moin, willkommen in der Garage. So, gestern hatte ich ja irgendwann auch keinen Bock mehr. Jetzt ist es also so, irgendwie läuft dieser Motor viel zu fett. Es könnte sein, dass eine zu große Düse drin ist. Das lässt sich nicht so ganz feststellen, weil wie gesagt, im Handbuch für den Motor steht drin, Düse Größe 58 oder 60. Im Ersatzteilkatalog steht 60 oder 64. Eine 64er ist drin. Aber das Ding läuft definitiv zu fett. Also, wenn eine 60er reingehört und eine 64er drin ist, ja, dann ist die zu groß. Aber dass das so einen Effekt hat, dass das Ding so völlig absäuft, finde ich schon wieder ein bisschen komisch. Wir sind ja gestern dann bei dem Stand stehen geblieben, dass ich gesagt habe, ich gucke mal bei meiner 442, was ist da für eine Düse drin? Und notfalls tausche ich den Vergaser einfach mal aus, nur einfach mal, um auszuprobieren, woran es liegt. Also alle anderen Möglichkeiten, Auspuff verstopft, kann eigentlich nicht sein, weil wenn ich den Benzinhahn zumache, dreht sie ja hoch. Und also schon ein bisschen komisch, aber probieren wir mal. So, nun habe ich hier meinen Vergaser aus meiner 442. Mal gucken, was da für eine Düse drin ist. Ah, hier haben wir auch schon einen anderen Schwimmer. Aha. Das ist ja mal spannend. Weil hier ist ein Schwimmer drin. Bei dem Vergaser, der drauf ist, ist hier ein Schlitz drin, wo die Schwimmernadel eingehängt wird. Und hier ist einfach die, wo das einfach gegendrückt, aber ob das nun so, es läuft, also ich habe eben noch mal geguckt, Benzinhahn aufgemacht, also da läuft kein jetzt massenhaft Sprit raus. Dann müsste er ja eigentlich hier aus der überlaufen, aus der Düse, beziehungsweise wenn man so durch den Luftfiltereinlass guckt. So, was haben wir denn hier für eine Düse? 64. Ist auch eine 64er. Das ist doch mysteriös. Was stimmt hier nicht? Trotzdem werde ich mal rein aus Interesse diesen Vergaser raufsetzen. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Auch eine 64er Düse. Kann doch irgendwie alles nicht angehen. So, das ist der Vergaser, der jetzt drauf ist, der zu der roten gehört. Wollen wir noch mal gucken, ob da nicht doch irgendwas mit dem Schwimmer ist. Schwimmerkammer ist voll. Ja, und hier ist der mit dem Schlitz, die Schwimmernadel. Ja, das ist doch.
fließt. Also die Nadel, das Nadelventil schließt definitiv. Was zum Geier? Zum Zeitpunkt habe ich gestern ja auch kontrolliert. Passt. So. Rein spaßeshalber jetzt mal den anderen Vergaser draufbauen. So, jetzt ist der andere Vergaser drauf. Wo ist meine Zange? Für den Benziner. Achso, hü. Vielleicht mal Zündkerze rein. Und Kerzenstecker drauf, ne? Könnte beim Starten helfen. So. Gut, Leerlauf ist jetzt hier nicht richtig eingestellt, aber so, da frage ich mich doch jetzt aber wirklich ein ernstes, was ist mit diesem Vergaser los? Was ist mit diesem Vergaser los? Muss es ja doch irgendwie am Schwimmer liegen, dass er so absäuft. Nehmen wir den noch mal raus und gucken uns mal das Nadelventil noch mal unter der Lupe an. Ein Krümel drin, aber es schließt ja komischerweise. Also wenn ich den Schwimmer hochdrücke, das sieht soweit okay aus. Oder schwimmt der Schwimmer nicht mehr? Das müsste man gleich mal ausprobieren. So, jetzt setzen wir das hier mal rein. Da ist ja eine Gummispitze dran. Das schließt, verdammte Axt. Mal gucken, ob der Schwimmer schwimmt. So, jetzt weiß ich auch, warum sie so knattert. Ausgeräumt. Der Dämpfereinsatz fehlt. Aber ich habe ja hier noch einen alten 442 Auspuff. Da müsste eigentlich einer drin sein. Mal sehen, dass wir den da reinbauen. Und dann mal gucken.
gesagt, ansonsten muss der Besitzer entscheiden, gefällt ihm der Klang, Knatterklang besser, dann nehme ich das Ding wieder raus. Jetzt, was ich mal machen will, auf jeden Fall, ist hier vorsichtshalber das Schwimmernadelventil, den Ventilsitz, hier nochmal sauber machen, weil ich irgendwie nicht verstehe, mit gleicher Hauptdüse, gleichem Vergaser, warum läuft das mit dem Vergaser, den ich bei mir auf der 442 habe, läuft das Ding und mit dem Vergaser, der drauf ist, nicht. Weil das ist ja nun wirklich so ein super simpler Vergaser. Gut, was ich jetzt mal probieren möchte, ich werde jetzt hier mal die Düse ausbauen und die Düse aus dem Vergaser, der hier eigentlich drauf war, reinbauen. Weil es besteht ja immer noch die Wahrscheinlichkeit, es ist zwar hier ein Neuteil und es ist auf der Hauptdüse ist auch das Bing-Zeichen drauf, aber es gibt da ja auch Fälschungen. Was bedeuten würde, dass eine 64er Düse, eine gefälschte oder nachgemachte, nicht unbedingt eine 64er ist. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. So, jetzt ist mal aus dem Originalvergaser diese ausgetauschte neue Nadeldüse und Hauptdüse drin. Obwohl es ja die gleiche Größe sein soll. Ich habe hier noch so eine Auspuffflöte. Aber die baue ich jetzt nochmal nicht rein, damit wir die gleichen Rahmenbedingungen haben. So, Benzin an auf. Und wenn sie jetzt wieder so kleckert, rotzig läuft, dann stimmt da was mit der Nadeldüse nicht und mit der Hauptdüse nicht. Dann ist das wohl doch ein Nachbau. Gut, damit läuft sie, bleibt also eigentlich nur doch, dass das Schwimmernadelventil aus irgendeinem Grund überläuft. Also mit der Fingerprobe funktioniert's, aber hallo. Also machen wir das nochmal sauber. Vielleicht ist da ja auch nur ein Krümel drin. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, warum hier diese Feder drin war. Weil, wenn ich jetzt hier die Bremse ziehe, dann geht er nicht freiwillig wieder zurück. Was auch nicht weiter verwundert, weil der Bremsnocken kommt hier gegen die Schwinge. Und zwar ist da kein Platz mehr. Das liegt wiederum daran, dass hier mal jemand das Hinterrad falsch zusammengebaut hat, weil unter diese Sechskantmutter, diese große, die an der Bremstrommel anliegt, an der Ankerplatte, da gehört noch eine Buchse dazwischen. Genau jene, die habe ich noch und die werde ich da mal einbauen, damit das dann auch so ist, wie es gehört. Dazu muss ich zwar hinten wieder alles auseinanderbauen, aber das ist ja morgens so. So, dann nehmen wir mal aus der Kosmetikabteilung einen Q-Tip, teilen den in zwei Teile. Nehmen uns ein ganz klein wenig Chrompolitur. Ups. Und das legen wir erstmal hier ab.
spanne das hier mal in den Akkuschrauber ein. Und bearbeiten damit mal den Dichtsitz hier. So, und man sieht schon, wie schwarz das jetzt hier geworden ist. Und dann püstern wir das ein bisschen mit Bremsenreiniger auf. Ja, das ist wohl stehen. Wo habe ich die andere Hälfte vom Q-Tip? Und mit der sauberen Hälfte nochmal hinterher. Kommt ein bisschen Schmackes raus und das pusten wir mit Pressluft frei und dann mal gucken, ob es dann besser ist. So, das Vergasegehäuse war eben auch noch mal im Ultraschallbad. Also das Nadelventil pieksauber. So, dann bauen wir das doch alles mal wieder zusammen. So, hier ungefähr der wird so schräge, ne? So, Dichtung rein. Schwimmer mit Nadelventil und das Ganze ist eigentlich auch freigängig, also da klemmt nichts. Der Schwimmer schwimmt auch, das habe ich auch probiert. Tja. Na? Willst du da jetzt nicht rein? Jetzt. Einen Pustetest. Also, das Ding schließt. Ich verstehe das alles nicht. So, zwischendrin ist die Auspuffflöte drin. Jetzt bauen wir den Vergaser mal wieder rauf und dann Überraschung. So, Vergaser ist drauf.
Rollventil ist gereinigt. Jetzt kommt der große Augenblick. Ist aber schon besser, ne? Na, Leerlauf will noch nicht so ganz, aber jetzt ist der Motor ja auch noch kalt. Aber immer noch wie Sau, ne? Jetzt nebelt sie wieder. Stickungstod hier. Also, mit dem anderen Vergaser läuft es. Hier stimmt irgendwas mit dem
Schwimmernadelventil nicht. Merkwürdig. So, der Nebel zieht langsam ab. Eben kamen schon Nachbarn, haben gefragt, ob es bei mir brennt. Jetzt ist mir eine Idee gekommen. Was ist, ich habe ja jetzt immer ohne Schwimmerkammerdeckel geguckt. Schließt der nicht. Was ist, wenn dieser Schwimmer nicht der originale ist, der vom Durchmesser her ein bisschen zu groß ist und an der Schwimmerkammer hängen bleibt und deswegen nicht schließt? Das wäre doch jetzt mal irgendwie eine Prüfung der Sachlage wert. Weil ich bin der Meinung, der Schwimmer mit diesem Schlitz und der Nadel in diesem Schlitz, das gehört so nicht. Das ist Schwimmernadel und Schwimmer ist mal von einem anderen Vergaser gekommen. Und genau das scheint es nämlich auch zu sein. Wenn wir jetzt hier mal genau drauf gucken, sehen wir hier an dieser Stelle, dass der da wahrscheinlich am Schwimmerkammerdeckel hängt. Der ist ein Tick zu groß. Der ist einfach ein Tick zu groß. Der Schwimmer. Weil wenn ich die Schwimmerkammer, wenn ich jetzt so klick, das hört man klicken. Ja gut, jetzt hängt er hier oben. Und wenn ich mal drauf gucke, ist der Abstand rechts zum Düsenstock hin viel größer als links. Das Ding sitzt da völlig krumm und schief drin und ist zu groß. So, jetzt habe ich den Schwimmer noch mal so ein bisschen gebogen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Schwimmer hängt. Das ist der Schwimmer. So, wir hatten ja schon die Düse und den Düsenstock umgebaut. Da war das gleiche. Mit meinem Vergaser lief sie allerdings gut. Und jetzt, was ist da los? Habe ich hier meinen Schwimmer mal eingebaut. Ich habe die Schwimmer vermessen. Also der Schwimmer, der in dem Originalvergaser drin war, ist etwas dicker. Aber ob das den Kohl jetzt fett macht, das ist ja jetzt die spannende Frage. Man sollte natürlich auch, ich Idiot, den Benzinschlauch draufstecken, ne? Benzinern auf und den Benzinschlauch vergessen drauf zu packen. Wie dusselig kann man sein? Muss ich den Winkel auch noch mal ein bisschen ändern. Von dem Schlauchstück hier. Da kleckere ich hier alles voll. Ja, das sind so die Geschichten. Dann vergisst man mal die Zündkerze reinzudrehen oder den Kerzenstecker raufzudrehen, raufzustecken. Und schon hat man hier die ganze Schweinerei. So. Jetzt ist mein Schwimmer da drin. Jetzt machen wir Benzin auf.
aber auch nicht besser. Also schließt bei dem Vergaser das Nabelventil nicht, aus irgendeinem Grund. So, also fassen wir nochmal zusammen. Mit dem Vergaser aus meiner lief sie gut. Dann habe ich den Düsenstock getauscht, von meiner hier rein. Da war kein Unterschied. Jetzt habe ich den Schwimmer getauscht, auch kein Unterschied. Das heißt also, hier an dem Vergasergehäuse muss doch der Dichtsitz vom Nadelventil eine Macke haben. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn das Vergasergehäuse drauf ist, dann säuft sie gnadenlos ab. Mit dem Vergaser von meiner läuft sie wunderbar. Sie springt ja jetzt auch an. Nur sie bläut hinten raus ohne Ende und kommt nicht auf Drehzahl. Und was ich auch hin und her tausche, es hängt dran, solange das Vergasergehäuse dran ist, läuft sie einfach nicht vernünftig. Dann kann es eigentlich ja nur noch der Nadelsitz sein, der da doch irgendwie was durchlässt. Ich finde es schon merkwürdig, weil mit dem Pustetest, also da, wo der Benzinschlauch drauf sitzt, reinpusten, danach schließt er. Aber scheinbar ja doch nicht. Das ist alles etwas merkwürdig. Und wie man sieht, der Auspuff saut auch ganz schön raus, ne? Da hätte ich meine Boxer mal wegfahren sollen hier. Das Ding sabbert hier hinten raus, das ist eine wahre Pracht. Aber das ist ja auch kein Wunder. Das heißt, jetzt muss ich mir irgendwo sehen, dass ich irgendwo ein Vergasergehäuse auftreibe. Das wird nicht ganz einfach, weil diese Mofa-Vergaser sind selten. Aber gut, ich komme heute jetzt sowieso nicht weiter, weil das mit dem Hinterrad, das mache ich, wenn ich das Ritzel mache. Und dann setze ich diesen Distanzring da noch ein. Und ansonsten, komme ich jetzt nicht weiter. Also laufen tut sie, aber leider nur mit meinem Vergaser. Und ich habe dummerweise keinen Vergaser. Ich habe keine Vergaserteile. Ich habe alles mögliche an Motorteilen, aber keine Vergaserteile. Ja, gut. Dann war's das wieder erstmal für heute. Ich gehe mal auf die Suche nach dem Vergaser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt nochmal mit meinem Vergaser ausprobiert. Und da war eben nochmal genau das Gleiche. Ich nehme an, dass ich das beim ersten Mal, als ich es mit meinem Vergaser ausprobiert habe, war das ja, dass der Motor über Nacht ohne Kerze und so weiter alles ordentlich abgelüftet ist. Hätte ich ihn länger laufen lassen, wäre es wahrscheinlich genauso gekommen. Jetzt habe ich ihn mit meinem Vergaser mal länger gelaufen lassen und es ist genau das Gleiche. Motor springt an, läuft im Leerlauf, man gibt Gas. Ja, er dreht und wird immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Weil der Motor völlig versäuft. Und jedes Mal ist die Kerze pissnass. Es ist also mit beiden Vergasern so, wie gesagt, bei dem anderen, ich konnte es mir auch eigentlich nicht erklären mit dem Schwimmer, weil jedes Mal mit dem Test irgendwie, er macht ja zu. Der Motor versäuft. Und bin im Moment etwas ratlos. Springt an, läuft, man gibt Gas, ja, und je länger der Motor läuft, desto mehr bläut sie hinten raus, dann wird sie irgendwann immer langsamer. Und das jetzt mit beiden Vergasern. Also war ich auf der falschen Fährte mit dem Vergaser. Es ist scheinbar doch nicht der Vergaser. Also ich nehme jetzt mal den Motor raus und ziehe mal Zylinder und Kolben und guck mal, ob da irgendwo was ersichtlich ist, was da ist. Irgendwo muss ja da der Wurm sein. Ja, wenn einer noch Tipps und Ideen hat, immer her damit. Ich bin im Moment etwas ratlos und muss den mal irgendwie zerlegen, weil irgendjemand war an dem Motor schon mal bei, also man sieht an den Schrauben hinter der Zündung, dass da ist schon mal was dann gemacht worden.
Und Zündung habe ich eben nochmal kontrolliert, aber stimmt, passt zum Zeitpunkt. Also ich bin im Moment wirklich ratlos. Gut, aber jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.